Moin, moin, Hausfreunde. Ich habe noch ein bisschen eben in den Hallenturnier reingeguckt, was der Podolski da für einen guten Zweck gemacht hat. Also ich würde euch eins sagen, normalerweise Podolski und Schimanski, da war ja auch so ein wilden Publi, also der wäre bei mir auch ins Krankenhaus gekommen. Der hat nur getreten. Also wenn man so ein Turnier ausrichtet und mit Grätschen und festhalten und in die Ecke reingeht mit dem Ball Podolski, also ganz schwach, Lukas, ganz, ganz schwach. Aber ich bin der Meinung, jetzt ist auch gut, der Schwachsinn hat ein Ende, Tim Walter. Sowas musst du dir gar nicht gefallen lassen, so eine Turniere, die kannst du in die Tonne treten. Wenn der andere, Leo, Ding sich noch verletzt, der Schimanski geht da mit gestreckten Beinen rein und das schiebt sich einfach wunderbar. Also ich will euch eins sagen, mich kotzt sowas an. So, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und Gott sei Dank sind sie noch, ich glaube, heile rausgekommen damit. Also da vorne gar nichts. Aber Lukas Podolski, das geht gar nicht. Also du kannst ja auch ruhig gewinnen, aber nicht mit Treten und Machen und Tun. Du wirst bei mir rausgeflogen. Und Schimanski, ich nehme mal an, Krankenhaus. Der wird bei mir ins Krankenhaus gekommen. Alles klar, in der Halle war ich ein guter, glaub mir das. Da könnt ihr euch noch verlassen. Nur der HSV. Aber das hätte ich mir nicht gefallen lassen.